Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gloom. Ich bin Mr. Katafia, let's play das Kaninchen. Und wir stürzen uns wieder hinab in den Albtraum. Und schauen, wie weit wir heute kommen. Dich kennen wir schon. Sagst du was Neues? Ach, Lehrer, ich bin dir nicht gerecht geworden. Warum passierte das zu mir? Ich frage mich, ob die ganzen Personen... Gerd, komm, chill mal eine Runde, Junge. Du wirst ja eh für eine ganze Weile sitzen. Ob das Teile unserer Persönlichkeit sind? Ich will mal sehen, was die drei hier machen. Dass irgendwie Stücke von uns sind, die einfach zerstückelt in dieser ganzen Albtraumwelt sind und wir sie jetzt nach und nach immer wieder entdecken. Weil, ne, einige von uns kennen uns, einige von denen kennen uns. Where are you from? Were you a big deal before? Und das wäre natürlich dann schon eine interessante Entwicklung, wenn wir nach und nach... Nein, falsch. Ich war dran gewöhnt, dass ich eine lange Reichweite hatte. Nein, warte. Oh Gott, wie konnte ich nochmal sprechen? Wenn wir reinkommen, ich habe jetzt eine andere Waffe. Ich hatte eben noch das riesige Breitschwert. Eine geile Waffe. Größere Reichweite hat und da muss ich mich jetzt mal wieder dran gewöhnen, was meine Reichweite anders ist. Dann werde ich ganz oft sterben, einfach wenn ich meine Waffe ändere. Oh, dich möchte ich. Ich könnte auch einfach schießen. Ach ja, komm. Geh mal drauf da. Komm her, du Blitzgoat. Bin ausgeweicht. Ah, er steht doch zusammen. Das ist super. Genauso muss das sein. Ich bin doch so gut wie tot. Ah, cool. Natürlich. Flüssigkeit aus dem Abgrund. Das ist ja super. Passiert das automatisch, dass ich mich jetzt... dass ich abblocke, weil ich blocke so selten. Das war blocken, ne? Genau. Ah, verdammt. Weg. So, wir können eine Shotgun. Nee, ist klar. Kann ich dich nehmen? Ne? Ich habe kein Material, ne? Verdammt. Will ich eine Shotgun? Aber ich schieße so selten. Mitten schieße ich mehr. Ich nehme mal eine Shotgun. Jawollinger. Aua, falsche Taste. Oh, ich komme nicht mehr klar. Wieso schießt der so selten? Kann mit den ganzen Controller-Möglichkeiten durcheinander ausweichen, blocken, schießen. Komme ich nicht klar. Mit so viel Kram, was ich hier machen kann. Oh, ich bin gleich wieder tot. Es tut mir so leid, dass ich so schlecht bin. Wobei, spielt es selbst und könnt ihr zeigen, dass ihr besser seid. Potion. Wicked Mother, Bloody Knife, Shaman. Ich guck mal, was das Buch macht. Oh, wenn ich pariere, heile ich. Wie pariere ich? Bitte, wie pariere ich? Parieren nach hinten. Okay, wir müssen parieren, dann heile ich mich. Okay, okay. Scheiß auf Shotgun. Ja, dankeschön. War jetzt null pariert. Da war jetzt nix. Ich habe nichts pariert. Jetzt kommt der Bossgegner. Oh, warum musst du uns angreifen? Nichts. I simply die over and over until you give up. Ah, das klingt einladend. Du siehst einladend aus. Ho, 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 Alter. Insta-Hit. Wer bist du denn? Wer sind Sie denn? Habe ich einen Token bekommen eigentlich? Nee. Kein Token. Ah, sagst du was Neues? Wie ist deine Quest? Wie läuft deine Quest? Gut, super. Ich hoffe, dass du... vor allen Dingen, ich hoffe wirklich, dass du Progress machst. Ohne ein Ziel wirst du dich für immer im Traum verlieren. Vielleicht ist das auch das, was hier dem einen oder anderen passiert ist. There is no hope. The cult of Saturniel won't
Canadians descent stream. Wonder what they even gain. Der Kult von Satania lässt niemanden runter, ohne dass man weiß, warum sie das tun. Ah, ich bin noch gesprungen. Ich bin noch gesprungen. Warum krieg ich denn gleich Schaden? Gleich am Anfang krieg ich Schaden. Gamble? Ich möchte gamblen. Ich gamble. No. Ich gamble. Wow. Ich gamble. Yay, Jackpot! Disturbing Photo. Luck plus 1. Klar, Disturbing Photo bringt Luck plus 1. Genau das kenne ich. Kenne ich nicht anders. Gut. Auf geht's. Luck plus 1. Weg. Es ist leicht. Die sind echt leicht, so manche. Cracked Rock. Ich möchte mir erstmal alle Items möglichst einmal sehen, um zu sehen, welche ich dann auswähle, wo ich dann sage, ne, zum Beispiel ein Apfel, den ich jetzt immer nehmen möchte oder ähnliches. Dass ich immer weiß, so, ja, das möchte ich. Oder was hatten wir noch eben gerade? Das war doch das, welches, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber das Buch hat uns doch geheilt, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Sowas zum Beispiel, um sowas dann entsprechend zu sehen. Strength plus 1. Oh Gott, schon wieder so ein großer. Geh weg. Nein. Ach, ich drücke falsche Taste. Oh. Wow, ein Token. Yay. Cool. Endlich wieder ins... Kommen. Gehen. Sieh weg, die Hunde. Oh, schon wieder ins Gesicht. Oh Gott, er lebt noch. Vergiss, dass du noch lebst. Ich bin so dumm. Dumm. Was? Okay. Ins Gesicht. Ha. Nicht mit gerechnet. Dass ich blocken kann. Dass ich es endlich mal hinkriege zu blocken. Oh, ich will hier falsche Taste. Ich verwechsel immer angreifen und ausweichen. Ah, oh, ich würde noch so oft sterben in diesem Spiel. Oh, hallihallo, wer sind Sie denn? Das ist übrigens mein einziges Ziel, dass ich so oft sterbe, um alles zu sehen. Das ist der eigentliche Grund. Ich möchte einfach alles hier oben in der Oberwelt entdecken. Was denkst du, wie der Verkäufer alle seine Items bekommt? Ein Narr wandert in den Träumen, die Erinnerungen anderer zu sammeln? Ach, der Narr. Und dann verkaufte sie an jene, denen sie eigentlich gehören. Auch wieder unterstreicht das, was ich ja schon gesagt hatte, dass ich glaube, dass das vielleicht, dass das alles vielleicht Aspekte unserer eigenen Person sind. Wenn du einen Clown dort siehst, höre nicht auf ihn. Das Einzige, was er will, ist Willenskraft stehlen. Lass ihn nicht in deinen Kopf. Diesen Clown hier? Okay. Oh, schon wieder! Was ist denn los heute? Kadhafi. Heute ist nicht mein Tag. Für so ein Spiel ist heute nicht mein Tag. Der zweite Kampf und ich bin halb tot. Was ist denn noch, Kadhafi? Du stellst dich aber auch einfach dumm an. Du stellst dich wirklich gerade richtig dumm an, Kadhafi. Drei Token, das ist der eigentliche Grund. Ich möchte einfach drei Token, dann sterben. Okay. Potion Belt? Potions are more common and always heal slightly. Okay. Ich hätte gerne immer noch die Möglichkeit Lifesteal. Das wäre immer noch mein großer, großer Wunsch. Alter! Getötet gehabt! Nein, ich muss mich so konzentrieren! Oh mein Gott, nein! Nein!
kaufe mir die Potion und das Dream Fragment. 10 AP und Slightly Healed und Progress nochmal? Okay, yeah, bin ich dafür. Progress. Ich brauche Progress. Are you a dream dreamer? Don't give up. Keep your eye on the prize. And buy something! Ja klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Weg! Das war mehr als Glück gerade, was ich gemacht habe. Komm noch, komm noch! Sicht! Geil, macht das richtig viel Schaden. Hüpf! Molotov Cocktail. Eigentlich möchte ich dir von. Das Rapier wäre natürlich ganz lustig, ich habe eh kein Geld. Ah, Schaden bekommen, das war nicht gut. Jetzt kommt der Bossgegner. Mal gucken, was für ein Bossgegner kommt. Ach, du schon wieder. Okay. Nichts erwartet dich hier unten. Geiles Gegnerdesign, also optisch einfach richtig cool. Fast tot. Ich habe wieder falsche Taste gedrückt. Oh, ich muss mich auf jeden Fall das kann ich immer schon mal sagen. Ich muss mich mindestens bei Bossgegnern super konzentrieren. Und das heißt, ich werde bei Bossgegnern schweigen. Einfach weil ich sowieso schon komplett überfordert bin mit Controller. Das Reden bei Bossgegnern würde dann das komplett überfordern alles. So, aber wir haben jetzt 3. Das heißt, wir können uns hier sowas nicht kaufen. Na gut, dann würde ich sagen, dann kaufen wir uns einfach irgendwas. Dann kaufe ich mir ein Random Item und eine Melee Weapon und ein Upgrade Material. Einfach, weil wir noch nie Upgrade Material hatten. Hast du was Neues zu sagen? Nö. Abwärts! Dreamfire, ja, sehr geil. Ach, das ist ein Upgrade Material. Ah, ich nehme mal das, gut. Einfach mal zum Gucken. Warum denn nicht, ne? Ins Gesicht. Okay, ich muss fünfmal zuschlagen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Macht weniger Schaden offensichtlich. Aber ich verbrauche weniger Ausdauer. Du siehst gut aus, Hunchback. Ein Herz. Ein Herz ist immer gut. Luck increases damage. Komm, komm, komm. Ins Gesicht. Das Gute ist, dass meine Angriffe die stunlocken können. Die Gegner. Das ist ganz angenehm. Oh. Oh, was hast du zu sagen? Good to see you, friend. You care to buy a potion? Unlike the potions you might find elsewhere, my potions are always have an effect. Go ahead, buy a couple. Oh, 10 Lebenspunkte. 10 Lebenspunkte. 30 Lebenspunkte. Habe ich die jetzt alle bekommen oder habe ich mich einfach nur geheilt? Das wäre jetzt noch gut zu wissen, ob ich mich einfach nur hochgeheilt habe oder ob ich, also die letzten sozusagen nutzlos waren oder ob ich mich damit auch über die Maßen hinaus falsch taste. Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Über die Maßen hinauf meine Lebenspunkte hochgemacht, aber es sieht nicht danach aus. Okay, okay. Ein Token. Aber ich heile mich ja regelmäßig jetzt. So, komm her. Ja, toll. Das Gesicht bekommen.
kriegt ins Gesicht. Hä? Wieso hat der Block gerade nicht funktioniert? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe doch im richtigen Moment Blocken gedrückt. Ha! Huh, I'm confused. Gib mir die Potion. Fitness plus 1. Ah, das Auge wäre natürlich auch nice gewesen. Pass auf, ich kaufe mir... Wie viel bringt mir das? Ein Gold. Ich kaufe mir mal die Kugel. Mal gucken, was die Kugeln machen. Ah, Bullet Cap increased. Okay, na gut. Toll, jetzt komme ich zum Schmied. Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich jetzt nämlich meine Waffe upgraden können, aber ich wusste es nicht. Gibst du mir mehr Geld für die Kugeln oder so nebenbei? Nein. Mano. Schade. Sicht! Oh, kommt der Bossgegner schon. Oh Gott. Es geht so schnell. Ah, Sataniel. Nimm dieses Gefäß als dein eigen. Und belohne uns für unsere Untergebenheit. Ah, ich glaube, er belohnt euch, indem er euren Kopf explodieren lässt. Oh ja, Sataniel. Au. Okay. Okay, okay, okay. Kugeln schießt da. Feuer. Kann chargen. Ich kann das nicht. Was machst du? Hey. Sicht. Ja. Oh. Ins Feuer rollen ist keine gute Idee, habe ich gesehen. Okay. Was für ein Albtraum ist das eigentlich? In was für einer verdammten Welt sind wir mit diesen Albträumen? Ich habe einen Token. Gib mir das Upgrade-Material. Chiwadimo! Ember Chart. Wah! Ich bin gerade zu übermütig. Ich merke, ich werde gerade. Ich weiß nicht warum. Ich habe keinen Grund, übermütig zu sein. Aber ich werde übermütig. Ich habe nichts, was mich heilt. Ich habe kein Item zur Heilung oder irgendwie sowas. Und ich werde einfach unglaublich übermütig. So. Code. Oh, der macht. Okay, den kennen wir schon, den kennen wir noch nicht. Was machst du? Lifestyle? Ja, Lifestyle! Jawoll! Geil! Was bist du denn da oben? Aua, was bist du? Was war das? Ich will reintreten. Okay, ich kann nicht reintreten. Was war das? Nein, verdammt, zu früh ausgewichen. Hm. Wie das mit dem Lifesteal? Ich kann mich. Ah, ich kann nur einmal Lifestealen. Ah ja. Also ich kann von einem Gegner nur einmal Lifestealen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ein Token. Ein Token. Das heilt natürlich dann auch nur bedingt, aber wir haben jetzt genügend Geld, um unsere Waffe abzugeben. Wir haben ja auch ein Material, das machen wir mal. Wir haben ein Langschwert. Was heißt das? Habe ich jetzt einfach ein neues Item hier freigeschaltet? Shortsword zu Langschwert. BB, sehr gut. Slashing. Dann bleiben wir mal dabei. Was ist das eigentlich? Eine Muskete? Flintrock Rifle.
Ein Rüffel, aber da kommt noch der Shop. Und hier können wir uns eine Potion holen, um zu heilen. Beast Eye Occult Ring und das Disturbing Photo. Das Disturbing Photo kennen wir schon, glaube ich. Was hat er das gemacht, das Disturbing Photo? Lag ab, okay. Ah, ich brauche eigentlich Heilung. Ja, Heilung, sehr gut. Pass auf, wir verkaufen mal noch ein paar Kugeln. Und dann kaufen wir uns mal noch den okkulten Ring. Einfach mal gucken. Cast Revenge on those who harms you. Equipment with unfamiliar items. They may end up saving... Experiments with unfamiliar... They may... Okay. We have nothing to lose. Warum habe ich nichts zu verlieren? Woher weißt du das? Tasty Dream! Tasty, tasty! Ich hab Kugeln. Okay, gucken wir mal, wer der Gegner ist. Ach ja, du wieder. Deinen Namen kenne ich noch gar nicht. Weil wenn ich dich jetzt töten werde, was ich jetzt tun werde, dann werden wir deinen Namen kennen, endlich. Du wirst jetzt der erste Gegner sein, den ich töte. Komm her. Propheten getötet. Möchte dieses Herz. Wir haben ein Traumfragment. Slide hier. Ja. Der erste Gegner ist tot. Wir haben den ersten Boss bezwungen. Oh, ich hoffe, wir müssen nicht alle davon in einem Run besiegen. Der unheilige Prophet. Okay. Make a sacrifice to Sataniel. Warum sollte ich das tun? Ich tue es. Vigor minus 1. Absorb. Okay. Ist die Frage, wie komme ich darüber an das. Lightless Forest. Alter, was? Okay, halt, stopp. Ich würde sagen, das ist etwas, was wir am nächsten Mal machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden jetzt nochmal die Necronomicon wieder durchgehen. Für alle, die es interessiert. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Was haben wir denn alles Neues bekommen? Hier nix. Hier haben wir das neu bekommen. Den Stein, die Steinflügel. Dann hier haben wir jetzt neu die Kugel-Collection. Und diese beiden Materialien. Hier haben wir ganz viel auch Neues. Das Traumfragment. Die Waffen da ist ja... Aber dann interessant ist ja von mir noch er hier. Gut. Und damit jetzt auch an die anderen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.